Season 2018 is over. My whole life for the last 15 years has been racing in the DTM. Since I started with racing, my dream has always to become a DTM driver. Aber ich habe mir früher auch DTM-Rennen oft selber angeschaut. Ja, das waren für mich absolute Heroes. Das Fahrerfeld, das spricht für sich. We have 18 world-class drivers in this series, and that's what makes it so exciting. It's so tight. If you look at the qualifying, it could be 7/10 from pole position to the last guy on the grid. It's what makes this championship so competitive. It's all good guys doing great things, and it's about that consistency over the whole year. Das große Bild ist für mich einfach eine Meisterschaft zu haben, wo jeder die Chance hat, das Rennen zu gewinnen, und das ist bei uns so. Gänsehaut, die man an der Strecke bekommt, die muss man einmal erlebt haben, und ich glaube, dann kann man mitreden. It's the best touring car series in the world. Jedes Jahr ist irgendwie so ein Wimpernschlag. Man beginnt die Saison, denkt, boah, ist ja noch ein langes Jahr, und auf einmal ist es ja vorbei. Ich erinnere mich eigentlich am liebsten an das erste Rennen, den Duell Mercedes gegen BMW, Glock gegen Baffert. Oh, there is contact between the two of them this time. Absolutely epic. Brilliant. I can hear the crowd inside. They are loving this fight at the front. Es war einfach so respektvoll, hart, voll am Limit, dass es mir, glaube ich, den ganzen Mittag die Haare hochgestellt hat und am nächsten Tag auch noch. It was a really emotional battle between two guys who wanted to win that race so much. Rad an Rad, so soll das sein. Und er geht in der nächste Touchdown. Und wenn du dann über Stadtziel fährst und gewinnst das Ding, ist natürlich nochmal, wow. The best race I ever had in my life. At the end of the race, I finished in P3, so I didn't even finish second, but I was still happy. Da kann man nur grinsen eigentlich, wenn man so ein Rennen hinter sich hat. Heels in the wrong direction for René Rast. Auch das ist DTM und Rennsport. Da gehören auch Unfälle dazu. Angst ist fehl am Platz. Wir wissen, dass wir ein gewisses Risiko eingehen. Das macht ja auch ein Stück weit den Reiz dieses Sportes aus. Ich wusste, dass es ein schwerer Unfall war, aber mir ging es so gut, dass ich da gar keine schlechte Erinnerung überhaupt hatte. Von daher hat man wieder gesehen, wie sicher die Autos auch sind. Der Heimsieg am Nürburgring von Marco, das war auch ein richtiges emotionales Highlight. Das hat man auch bei ihm wirklich gemerkt. Das ist ihm richtig nahe gegangen. Heimspiel, Heimsieg, Wittmann. Ich weiß halt, dass da unheimlich viele Unterstützer, Freunde da sind. Da waren extrem viele Emotionen dabei, tatsächlich da zu gewinnen. Und das war dann wirklich so eine Spontanreaktion, da auf die Start- und Zielgerade zu laufen, zu den Fans und mit denen zu jubeln, zu feiern. Das war ein unglaublicher Moment. Ich glaube, dass wir jetzt in einem Umbruch schon auch sind. Ja. Ich glaube, so viel Veränderung hat es schon lange nicht mehr gegeben wie in diesem Jahr. Welcome to Brands Hatch. Brands Hatch war cool. Eine tolle Strecke. Natürlich British Motorsport ist jedem ein Begriff. Viele Fans da gewesen, von denen wir gerne wieder. I'd like to see this big internationally recognized championship, because that's what it deserves to be. Buonasera, Misano.
We went to a race weekend at a new track, you know, and racing at night. Das Nachtrennen war ein Spektakel für uns alle, war Neuland. Wir wussten alle vorher nicht, wie können wir damit umgehen. I don't even remember all the things happened in the race, but I think everything just went our way and it was just meant to be my first win there. Alex Zanardi, he's just so inspirational for everyone. Den Alex, den habe ich schon damals in der Formel 1 bewundert. He's an inspiration and a legend. Bei den widrigen Bedingungen im DTM-Auto, im Dunkeln, mit Regenreifen, da wirklich noch in die Punkte zu fahren, mit dem fünften Platz, das ist was Unglaubliches. I think we're going home very happy, very, very happy, and I will treasure this weekend for the rest of my life. Hi, Sébastien Ogier, five-time World Rally Champion, driving in DTM with a Mercedes AMG. I love this challenge. It's a very difficult one, and I'm sure this little experience there can even make me a better rally driver. Das ist einfach wirklich die DNA der DTM, dass die Fans nah rankommen. Man kann in diesen knisternden Momenten wirklich mittendrin sein, und ich glaube, das ist einzigartig. They try and get you as close to possible, whether it's pit lane walks, whether it's driver autograph sessions. It makes our day very busy. But what it does do is it gives fans what they want, and that's up and close to the personalities involved. Wahnsinn, was hier die DTM auf die Beine stellt für den Fan. To see their emotions backstage is amazing. DTM ist jetzt mein neuer Favorite. Es muss laut sein, es muss rauchen, es muss qualmen. Es begeistert nicht nur Männer, es begeistert auch Frauen. Wir sind offen für unsere Fans. Wir lassen sie neu ran. Sie haben auch Partystimmung. Aber sie haben harten Motorsport. Und zwar wirklich Motorsport, Rad an Rad. René Rast, Wahnsinn! Es war, glaube ich, auf meiner Position eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Es hat schlimm angefangen und hat sehr gut aufgehört. Wir haben mit Sicherheit nichts unversucht gelassen, wirklich das Maximum rauszuholen, um dann auch die Performance wieder dahin zu bekommen, wo sie jetzt zumindest in den letzten 3-4 Rennwochenenden auch wieder war. Gerade in Sandford konnte keiner mit ahnen, dass wir mit so einer aggressiven Strategie uns da direkt auf P1 katapultieren. Ich glaube, da waren alle ein bisschen überrascht. And he's been qualifying better the last few races as well. Obviously went to Nürburgring, had 2 poles and 2 wins and was unbeatable at Nürburgring. Der Titelkampf ist bis am Ende offen geblieben. Es gibt andere Rennserien, da sind die Meisterschaften früher entschieden. That's the great thing about the championship. It's so close and it's really unpredictable. Welcome to Hockenheim. A great final. It's a pretty special battle, but the wrong person's in the middle, so. Yeah, it's the wrong order though. And me, Paul and René have really been the guys at the front the majority of the time. Okay, we have bad races here and there, but you know, quite a lot we've found ourselves on the podium or on the front row of the grid, things like that. The success sort of breeds confidence, and that's where you just seem to get on a bit of a roll. And Gary Paffett, he is the new champion. Excellent. Oh man, it's still amazing. It's just incredible.
Gary Paffett zum Abschied noch ein Titel. Ich weiß auf jeden Fall, dass Mercedes auch immer gut feiern konnte, wenn sie gewonnen haben. It's hard to say goodbye to Mercedes in DTM. I'm going to miss a DTM for sure. You know, it's been my life for the last 15 years, so I'm going to miss it. Ich glaube, dieses Jahr war sehr viel dabei, was aufgegangen ist. Und mein großer Wunsch wäre, wenn wir noch eine größere Markenvielfalt in Zukunft auf der DTM-Plattform sehen. I could see a very shiny future in DTM. Ich glaube, wir können uns noch auf viel Tolles freuen, was in Zukunft uns erwartet. Ich wollte immer in die DTM, das war immer mein großer Traum. Von dem her ist es eine große Ehre, jetzt Teil der DTM zu sein.